Also ich glaube, das wird ein richtig gutes Spiel. Wir freuen uns auf dieses Match. Und gleich geht's hier schon los. Liebe Fußballfans, ich begrüße euch ganz herzlich. Ich freue mich, dass ihr dabei seid bei der heutigen Begegnung. Grüße vom Kommentatorenplatz. Da sitzen wie so oft Jan Platte und Florian Schmitz-Sommerfeld. Also, dann mal rein, die zweite Fußball-Bundesliga. Wir machen uns bereit. Preußen Münster gegen den FC Schalke 04. Ein tolles Spiel, ein hochinteressantes Duell. Zwei Mannschaften, die für klasse Fußball stehen. Schauen wir mal, wie sich diese Partie heute entwickeln wird. Kenan Karaman. Oh, das war ein Zweikampf. Balleroberung. Oh, gefährlich, richtig gefährlich. Ja, den Ball hier rausgefaustet. Mees. Lorenz. Lorenz. Bazzoli. So, jetzt muss die Abwehr da sein. Der Schuss könnte das werden. Fast hätten sie da das Tor. Mohr. Ja, die lassen den Ball so gut laufen, dass sie gerade sehr hohe Spielkontrolle haben. Sah eigentlich erstmal sehr passsicher aus, und dann geben sie den Ball doch ab. So, jetzt schauen wir ganz genau hin. Das ist kein Problem für Gold. Kommt genau auf ihn, der Ball hat er sicher. Tobias Mohr. Mohr. Ah, gefällt mir gut, wie sie hier den Ball holen. Der Horst. Bazzoli. Aber dann ist der Ball weg. Da ist die Abwehr gerade sehr, sehr passiv. Stehen sehr, sehr tief. Jannik Bachmann. Ja, macht das super. Idealer Zweikampf. Ball bleibt hier hängen. Ball läuft hier sehr, sehr gut. Karaman. Ja, den holt sich der Keeper ganz entspannt. Ja,
Ja, gar nicht so leicht, den jetzt sauber hinten rauszuspielen. Ball im Aus, gibt Einwurf. Weiterhoff. Gorowski. So, auf der letzten Rille. Das war ein ganz wichtiger Ballgewinn. Gehen an Karaman. Morkin. Oh, super durchgesetzt. So, sie versuchen es. Tut sich jetzt endlich mal eine Lücke auf. Der Horst. Gorowski. Lorenz. Ja, ist da energisch mit dem Block. Mees. Da ist viel Geduld dabei bei der Suche nach der Lücke. Dann versucht sie einfach mal. Ah, super Parade. Gut gemacht. Kurze Ecke. Flanke in die Box, sieht gut aus. Und jetzt ist er drin. Jetzt haben wir auch das erste Tor. Jetzt steht es also 1:0. Tobias Mohr. Karaman. Schalke mit dem Ballverlust. Guter Pass, das könnte was werden. Boah, den kriegt er wirklich noch pariert. Aber wie, Jan, wie? Müssen wir nach dem Spiel selber mal fragen. Herausragend in dem Fall die Aktion. Dieser Reflex sieht manchmal ja so ein bisschen leicht aus, Schmizo, aber den halten die allerwenigsten. Ecke kommt, wird jetzt gefährlich. Und den klärt er kompromisslos. Ja, gutes Tackling, gut reingehauen. Mohr. Tobias Mohr. Die Chance jetzt für eine Flanke. Der Ball kommt gut, kluger Pass. Das ist ein bisschen ein Wartespiel. Wo ist die Lücke in der Defensive? Und das Tor! Schalke gleich aus! Nochmal die Wiederholung von diesem wunderbaren Tor. Den kannst du nicht besser treffen und du kannst ihn vor allen Dingen nicht halten. Also,
1-1 nach diesem Tor. Lorenz. Mees. Der Abschluss. Ja, Ball raus aus der Gefahrenzone. Es ist ein wunderbar unterhaltsames Fußballspiel. Genau so hat man das gerne aus neutraler Sicht. Chancen auf beiden Seiten. Das macht einfach Spaß. Guter Pass wird vielleicht was. Gut geblockt, aber die Gefahr ist noch nicht vorbei. Jetzt haben sie hier die Chance. Ohne Probleme das Ding abgewehrt. Mees. Gorowski hat sich durchgesetzt, gefährlich. Gute Strafraumbesetzung, machen wir das aus. Also Flanke nicht schlecht und ich bin mir sicher, wenn er da mehr Platz hat, dann bringt er den aufs Tor nicht so völlig daneben. Er hat halt den Platz nicht. Und ich gehe noch einen Schritt weiter, wenn er da freier zum Kopfball kommt, macht er ihn rein. Aber es steht halt direkt jemand an ihm dran. Und das war's. Wir sind durch mit Halbzeit Nummer 1. Kurze Pause für beide Teams. Wenn wir auf die individuelle Leistung schauen, finde ich, ein wirklich guter Auftritt in dieser ersten Halbzeit. Er macht bislang ein Riesenspiel, wie ich finde, an so vielen gefährlichen Szenen beteiligt gewesen und den Ausgleich auch gemacht. So, der Ball rollt wieder. Anstoß Schalke zur zweiten Hälfte. Janik Bachmann. Das kann es jetzt sein. Der ist drin und damit gehen sie hier in Front. Also viel präziser kannst du es im Abschluss nicht machen. Wir sehen es hier nochmal. Der Ball geht an den Innenpfosten und dann gibt es da natürlich gar nichts zu halten. Schöner Treffer. Münster liegt jetzt also mit einem hinten. Weiter geht's. Lorenz. Ja, da geht ein bisschen was. Nochmal der Pass oder vielleicht sogar schon mal abziehen. Sind ja schon relativ nah am Tor. Jetzt holt sich Münster das Leder. Bazzoli. Gorowski. Der Abwehr ist voll, da holt sich den Ball. Macht das natürlich gut, Ball war nicht im Aus. Gehen an Karaman. Ja, da ist der Pfiff und jetzt brennt's, weil das ist eine Top-Freischussposition. Kein guter Freistoß. Immerhin direkt versucht, wenn wir es beschönigend formulieren wollen. Position war gar nicht schlecht, aber ja, den musst du deutlich besser treten. Oh, da ist die Abwehr gerade sehr, sehr passiv. Steht sehr, sehr tief. Oh, das ist ein gefährlicher Ball.
eine Gelegenheit jetzt. Ja, da ist der Treffer. Jetzt ziehen sie hier auf plus zwei davon. Wir gucken uns den Treffer nochmal an, der Aufwand und Ertrag jetzt ein Stück weit in Einklang bringt. Sie haben so viel investiert zuletzt, haben den Gegner hinten reingedrückt, kaum noch rausgelassen. Ja, und dieses Tor ist die logische Konsequenz. Also, Tor zählt und weiter geht's mit 3:1. Mees. Lorenz. Ja, die lassen den Ball so gut laufen, dass sie gerade sehr hohe Spielkosten haben. Die Chance zum Anschlusstreffer. Das ist kein Problem. Absolut zur Stelle. Wir schauen kurz auf die Uhr und 30 Minuten haben wir noch. So, haut mal drauf. Ja, das ist ein Gimmi für den Torwart. Schalke mit dem Ballverlust. Bazzoli. Der Horst. Lorenz. Ja, starkes Tackling. Morkin. Paul Seguin. Seguin. Ja, aber geht weiter. Vorteil für Schalke. Karaman. Und das Tor. Jetzt ist er drin. Aber der wird nicht zählen. Weil die Fahne oben ist. Ja, die Abseitsentscheidung ganz eng, aber ich glaube richtig. Es gibt einen Wechsel bei den Gästen. Und wir schauen runter. Es wird gewechselt. Makridis. Mees. Jetzt also Abstoß. Wir haben noch 20 Minuten zu spielen in dieser Partie. Janik Bachmann. Bachmann. Ganz viel Geduld zeigen Sie hier im Spielaufbau. Karaman. Fährt das ein Tor? Oh ja, toller Block. Das ist ein gefährlicher Ball. Das könnte eine Chance geben. Ja, und so musst du da reingehen, schön körperlich robust. Gehen an Karaman. Gut aufgepasst, schnappt sich den Ball. Makridis.
Ja, das sieht gut aus. Sie machen weiter Druck, aber jetzt brauchen sie den erstmal gehalten, aber der Angriff lebt noch. Spielen sie den Ball nochmal hinten. Und gehalten. Und jetzt bringen die Schalker nochmal frische neue Beine rein. Jetzt der Eckball in die Mitte. Das war ein bisschen zu wenig, bleibt gefährlich. Ja, gutes Tackling, gut reingehauen. So, und jetzt drücken sie das Gaspedal durch. Vielleicht der Ball in die Mitte. Guter Pass wird vielleicht was. Machen Sie was aus dieser Chance. Karaman. Ja, rückt der Baller ganz sicher raus aus der Gefahrenzone. Okay, also dass er diesen zweiten Ball hält, das war fast klar. Aber Jan, das Ding davor. Wow. Bin bei dir. Den ersten, den kannst du im Prinzip nicht fischen. Und er kriegt ihn irgendwie da doch gehalten. Das ist Wahnsinn. Den zweiten, ja, den muss er dann halten. Mees. Weitov. Weitov. Bazzoli. Der Horst. Mees. Muss der Keeper schon ran, aber noch nicht alles auspacken. Und er zieht drauf. Ohne Probleme gehalten, Torwart ist da. Bachmann. Ah, ist der Ball weg von Schalke. Mehmet Aydin. Und es sind 2 Minuten Nachspielzeit, die es noch oben drauf gibt. Der Ball kommt gut, kluger Pass. Ball bei Mehmet Aydin. Angriff wird zurückgepfiffen, abseits. Und es wird gewechselt, und zwar bei beiden Teams. Und jetzt ist Schluss und damit ist er klar, dieser Auswärtssieg. Sie belohnen sich in diesem Ligaspiel für einen richtig guten Auftritt mit einem klaren Sieg. Auch in der Höhe ist dieser Erfolg aus meiner Sicht absolut verdient. Also er hat ja heute wirklich alles geliefert. Was hat der für eine Leistung gezeigt? Ja, wenn so jemand wie er in Topform ist, dann hat es natürlich jede Abwehr schwer. So viele gute Aktionen von ihm heute und dazu natürlich die beiden Tore. Einfach ein großartiger Auftritt.